Wer bist denn du? Whiskers. Hast du mal einen Euro? Ah, das ist doch ein Jack in the Box. Oh nee. Ah, das könnte aber vielversprechend sein werden. Hallo und willkommen zurück zu einer kleinen Demo heute. Massacre at the Mirage Demo. Optionen, das weiß ich noch nicht, ob es gut ist. Grafik. Mal sehen, was mein PC dazu so sagt. Alles hoch, alles hoch, alles hoch. Audio. Ja, kann so bleiben. Weitermachen. Wir starten einfach mal rein. Also wie gesagt, eine Demo. Aber ich glaube, es sollte über eine halbe Stunde sein. Also ich will nichts versprechen, aber ich denke. Halloween 1988. Vor dem Mirage. I can't believe I'm stuck working on Halloween night. What a total drag. Oh, wir müssen an Halloween arbeiten. Das ja. Ah, wir können in Ruhe lesen. Wobei, wir können es da unten skippen. Also, ich kann nicht glauben, dass ich an Halloween arbeiten muss. Das ist doch total kacke. Wir machen was Ungesundes hier. I don't know why Phil loves to do these old black and white midnight shows every October. Ich weiß nicht, warum Phil diese Schwarz- und Weiß-Filme liebt und sie jeden Oktober zeigt. At least I'm not working alone. I'm glad Ben will be here to keep me company. Aber zumindestens muss ich nicht alleine arbeiten. Ich bin froh, dass Ben hier ist und mir Gesellschaft leistet. Well, I better head inside. The doors will be opening soon. Oh, ich gehe mal lieber rein. Wir werden dann bald mal öffnen, ne? Oh, wer ist die linke Maustaste zum Interagieren? Ich hab Füße. Steph. Ich habe sogar einen Pulli an. Würde auch über mein Kleidchen gerade passen. Ist ein bisschen zu. Moment. Ein Tiki-Taki runter. Ja, schon besser. Ich kann nicht springen. Naja. Ah, aber ich kann rein. Ich kann rein, oder war meine Stimme einfach mal weg? Das Mirage. Das Mirage ist ein Kino. Und für die, die das Thumbnail nicht entdeckt haben, es ist Horror. Also ich muss noch schauen, ob es ab 16 durchgeht. Update, press Q. Talk to Ben in the box office. Ich soll da vorne mit Ben sprechen. Ich habe nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Ich weiß nicht genau, ob es noch ab 16 gilt. Kann ich das ein Stück heller machen? Entschuldigung. Gamma. Nur ein bisschen. Ja. Ist es Ben? Hey Ben. Es ist Ben. In the box office tonight, I see. Hallo Ben, ich sehe, du musst hier in die Boxbüro arbeiten. Yeah. Yeah. Who knows what kind of ghosts and ghouls are gonna wander in tonight? Ja, wer weiß, welche Art von Geistern und Ghoulen hier heute Abend right? aufschlagen. Who wants to watch an old black and white movie on Halloween night anyway? Ja, wer will schon einen alten Schwarz-Weiß-Film gucken an Halloween. I know, I would rather be out partying right now. Phil loves these late night shows and he's the boss. So here we are.
Ja, Ben wäre jetzt lieber bei einer Party. Aber Phil, so heißt wahrscheinlich unser Boss dann, liebt diese späten Vorstellungen und er ist der Boss. Also, I just wish we weren't so short-staffed. It can get kind of hectic sometimes. Ich wünschte, wir wären nicht unterbesetzt. Es kann manchmal ein bisschen hektisch werden. Speaking of which, Bill needs you to load and test the projector before we open for the night. I believe he's up in his office waiting for you. Apropos, Phil braucht uns, um den Projektor zu beladen und zu testen für heute Abend. Und Ben glaubt, dass er oben in seinem Büro All ist right, und auf uns wartet. Head inside then. Dann gehen wir mal rein. Talk to Phil upstairs in his office. Rede mit Phil oben in seinem Büro. Ah, guck. Ah, ich nur gucken hier. Ach so, okay. Ich dachte gerade, da würde Blut kleben, aber dann wohl nicht. Ich habe keinen Schlüssel für... Ach so, dahinter sitzt Ben. Ach so. Ja, nee, wir haben ja noch nicht auf. Machen wir mal zu. Oh, die waren so cool, ne? Obwohl nichts da drin geschmeckt hat. Irgendwie alles sehr alt und eklig muffig geschmeckt. Aber das war cool. Okay. Drinks, Popcorn, Snacks. Welches Popcorn ist das Beste? Süß, salzig oder ganz was anderes? Oh, wie komme ich denn jetzt zu unserem Boss? Need to go to top upstairs. Ja, okay. Liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Don't have the box as key. Ach so, ist noch eine Tür. Employees only. Ja, wir sind hier angestellt. Box Office Key. Ich bin auch wieder ein bisschen durcheinander. Da sitzt doch Ben drin, da wollten wir doch gar nicht hin. Mensch, Mensch, Mensch. Guten Tag, ich bin da. Hallo, Boss. Wer bist denn du? Whiskers. Oh, du hast eine Verkleidung an. Oh, guck mal. Okay. Okay. Hallo, hey, Phil. Ben told me you needed to see me. Hallo, Phil. Ben hat mir gesagt, dass du mich Good sehen evening, willst. Nico. Yes. I know I have you running the snack bar today, but I need your help with the film projector as well. Hat er irgendwie... Was im Mund ist besoffen oder ich weiß nicht. Guten Abend, Nika. Ja, ich weiß, du sollst heute Abend an der Snackbar arbeiten, aber ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe mit dem Filmprojektor. Sure. What do you need me to do? Auch mit dem Filmprojektor. Na klar. Was I soll ich need für dich you tun? To grab the footage from Eric down in the basement and then load and test the film on the projector. The basement. Ich möchte, dass du das Material von Eric im Basement Keller, ne? Keller holst, ganz tolle Idee. And then load and test the film und dann den Projektor damit belädst und testest. Everything should be good with it. I just want to double check and make sure. Du bist sehr komisch. Alles sollte okay sein. Ich möchte nur doppelchecken, um Sounds sicher zu gehen. Enough. I'll go see Eric. Ja, das ist ja einfach. Dann One gehen wir more jetzt thing. Zu Eric. Before you go and see Eric, can you please gather all of the trash from the trash bins and take it to the dumpster out back? Also, du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen, wenn du jetzt von einer einfachen Unterhaltung mit drei Sätzen aus der Puste bist. Also eine weitere Sache möchte er von uns. Bevor wir zu Eric gehen, sollen wir bitte einmal den ganzen Müll aus allen Mülleimern holen und draußen
Ich denke mal draußen wegschmeißen. Sure thing, Boss. Ja, wir sind awesome. Begeistert. Thanks, Nika. Danke. Taste of Fear. Das ist cool. Das würde ich mir vielleicht sogar irgendwo aufhängen. Wenn ich den Platz hätte. Late One Night. Ist das wirklich ein Film? So, ist doch auch irgendein Spiel, meine ich. Kann ich Licht ausmachen? Hier ist ja gerade gar keiner. Wir müssen Strom sparen. Wir sollen den Müll. Den Müll. Ist hier Müll? 7. Okay. Wo sind denn hier bitte? Wo geht's eigentlich in den Keller? Hier? Müll, Müll. 4 Stück. Ist da was? Okay, wäre aber schöner Schockmoment gewesen. Noch 3. Das ist bestimmt da, wo es noch. Geht's denn hier lang jetzt? Wer hat denn dieses Hotel, wollte ich schon sagen. Ach so. Das Kino gebaut. Hit Target Content Marketing? Review Inbox. Ist mir zu hell. Kann ich so kurz filmen, bevor es kann insert user director. Es braucht einen Film. Achso, den haben wir ja noch nicht. Ne? Gibt es hier den Mülleimer? Nicht. Okay. Okay. Durch dieses schmale kleine Seitendings geht es zum Projektor. Lass mal die Tür mal offen. Okay, da geht es dann wahrscheinlich zu Eric. Da kann man her, ne? Hier ist noch ein Müller, ne? Und bestimmt in jeder Toilette, oder? Ups. Habt ihr das echt beachtet, dass... Okay, das finde ich jetzt für sich krass. Wir laufen auf Teppich, ne? Wir laufen auf Fliesen. Okay. Wäre mir ansonsten, bin alles einheitlich gewesen, wäre nicht aufgefallen. Ganz hygienisch. Dreckig, Stück Seife. Nicht mehr auf. Die Frauen haben 2 Kabinen. Wieso haben die Männer mehr? Die Elektrik, ja. Ja. Hm. Für 1988 ein bisschen. Okay. Wo war das noch draußen Ding? Dort, ne? Draußen ist mir jetzt nicht so geheuer. Wieso ist hier nicht abgeschlossen? Young lady, can you spare some change? Hast du mal einen Euro? Shit, man, don't you know not to sneak up on people like that?
Ja, du solltest Leute nicht so erschrecken. Please, young lady. Help an old drunk get his booze for Halloween. Nee, ich unterstütze keine Alkoholiker. Auch nicht an Halloween. You have been told not to hang around back here. This is private property. Now get out of here. Wir haben dir schon gesagt, du sollst hier hinten nicht rumhängen. Also das Privatgelände. Also raus jetzt von hier. Forget you, you ugly old bitch. Nee, das übersetze ich nicht. Also jetzt erst recht nicht mehr. Damn it. I better tell Eric to double check the lock on the gate. I don't know how he keeps getting back here. Wir sollten besser Eric sagen, dass er das Tor doppelt checkt. I don't know how. Ich weiß nicht, wie er jedes Mal reinkommt. Gehst du jetzt hin? Können wir nochmal mit dir sprechen? Ne? Okay. Ist das dein Wagen? Hä? Wieso hast du ein Achtung, rutschig Schild? Okay. Falls du mal gerade deine Wohnung wischt oder so. Na gut. So. War hier Eric? Yes. Na? Schwer beschäftigt. Hey, Nika! Happy Halloween! Hey, Eric. How are things? You're looking pretty mellow right now. Ja, du siehst sehr gechillt aus. Yeah! Nothing's gonna harsh my vibe tonight. That's for sure. Ja, nichts bringt dich heute aus deinem Vibe raus. Let's just say I got my hands on some high-quality brownies. Ich verstehe. You can have one if you like. Er hatte ein paar spezielle Brownies, deswegen geht's ihm supi. Und ob wir auch welche wollen? Maybe after work. I don't think I can handle working the snack bar. Na, vielleicht nach der Arbeit. Sonst können wir nämlich nicht an das Snack arbeiten. No worries. Just let me know. Anyway, what brings you down to my corner of the world? Naja, guter nicht, aber was bringt dich hier in meine Welt? Phil sent me to grab the footage for tonight, so I can test it before we open the doors. Phil hat mich geschickt, um das Material für heute Abend zu holen, damit ich es testen kann, bevor wir öffnen. Phil's always worried about the show. But yeah, it's right on the table. It should be good to go. Ach, Phil sorgt sich immer über die Show. Ah ja, hier liegt's auf dem Tisch. Es sollte jetzt fertig sein. Okay. Oh, by the way, I ran into that homeless man out back hanging around the dumpster again. Ich bin wieder in den Obdachlosen reingerannt, der wieder da hinten rumhing. I'll head out back and make sure the back gate is locked. Ja, ich verlasse mich jetzt auf dich, dass du die Tür abschließt. Ich denke, du bist hier so in deinem Vibe. Na? Na gut. Dann. Du bist es, ne? Hahaha. Nein, okay. Ich lasse dich chillen, aber lass das bitte hier nicht unbeaufsichtigt. Jetzt suchen wir den kleinen Projektorraum. Das war hier. Okay. Nosferatu. Okay. Test Footage, Nosferatu. In dem Film? Dann
an den Clown erinnere ich mich nicht, aber an das sowas da, an den da, ja. Bitte keinen Jumpscare, ich bin gerade vertieft im Gucken. Vertieft im Gucken. Was Deutsch? Ende vom Test-Footage. Wow, that test-Footage was actually kind of creepy. Ja, war doch ein bisschen creepy. Mold and up here. I should get down to the snack bar and prepare for the show. Dann gehen wir jetzt zur Snack Bar und bereiten uns für die Show vor. Auf zur Snackbar. Hier. Also hier ist ja jetzt noch nichts los, ne? Flossen. Oh, okay. Anleitung. Admit guests as soon as they arrived at the bar. Oh Gott, ich muss jetzt arbeiten. Once they are inside, serve them their orders in the snack bar. Switch between Nika at the snack bar and Ben at the office box. Okay, also es wird immer zwischen Nika, also uns, und Ben in seiner Box da draußen gewechselt, um mit den Kunden zu interagieren. At the box office by interacting with the small service bells. Okay, ich muss mit ihr mal. Achso, immer wenn ich da drauf drücke, dann wird gewechselt. Okay, jetzt sind wir Ben. Der auf Gäste wartet. Oh, hallo, da kommt jemand. Kann ich dir nicht die Tür öffnen? Oh, ich kann laufen. Wieso kann ich hier dran laufen? Okay, hi. Kann ich ein Ticket haben, bitte? Ja, klar. Ich druck dir eins. Genieß die Show. Okay. Was ist das für eine Musik? Oh. Hi. Ich möchte einfach Snacks. Du möchtest Cola, Soda, Popcorn, Tortilla, Chips. Vielleicht hätte ich die Zeit vorhin nutzen sollen. Cola. Cola. Popcorn. Popcorn. I don't have any other chips. Hä? Ich hab dir nicht dein Popcorn halt gegeben. Tortilla Chips. Tortilla Chips. Oh, hör mal auf, macht mich gerade ein bisschen. Ich muss mir das mal eingewöhnen hier. Tortilla Chips. Bin ich doof? Ach, guck mal. Nee, Cheese. Dein Popcorn habe ich nicht gesehen, aber. Gut. Ist da jemand? Ich guck mich nochmal um hier. Ich mach mal wieder an. Eis, Soda, Würstchen. Achso, das für Hot Dogs. Okay. Popcorn. Ich mach das einfach schon mal fertig. Ah! Nettes Kostüm. Ja. Yeah. Bitteschön. Dankeschön. Hallo. Tortilla Chips. Bitteschön. Real Nuts Bar. Bitteschön.
Vanilleeis und Düsoda. Düsoda? Was ist denn das? Was ist denn Dü? Ist das so Mountain Dew oder so? Und Vanilleeis. Dinge? Das sieht irgendwie komisch aus. Genießen Sie die Show. Oh, das ist auch cool. Da war der Bär noch. Was ist hier los? Ja, das war verdammt seltsam. Wenn das mal kein Copyright war. Vielleicht das auch. Und wieder zur Stille. Hallo, Mr. Roboto. Ja, du kriegst dein Ticket. Bitteschön. Dankeschön. Genießen Sie die Show. Miep, miep. Ein Nussriegel. Ein Nussriegel. Gummibären. Gummibären. Kiel und Nasschokolade. Den hier? Schön, schön. Genießen Sie die Show. Läuft ja. Oder gibt es irgendwelche Sachen, die ich nicht sehe, weil ich sie nicht sehe? Ja, klar. Bitteschön. Vielen Dank. Ist aber ein bisschen verknittert hier, ne? Viel Spaß bei der Show. Tortilla Chips, Ginger Ale und Chocolate Covered Peanuts. Chocolate. So, und Ginger Ale. Hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Vergesst immer, dass es im Keller steht. Sehr schön. Wie ist die Show? Ich habe hier Popcorn vorbereitet und keiner möchte das haben. Kann ich die anderen Sachen auch vorbereiten? Ha. Was ist das denn? Sieht ja widerlich aus. Okay. Okay. Ich würde aber gerne die Bock, obwohl hier bin ich eigentlich safe, ne? Da kommt jemand. Ich glaube nicht, dass du schon so alt bist, dass du in den Film gehen darfst. Huch, was habe ich hier gedrückt jetzt? Inventory, ich hab Inventar. Hallo, kann ich ein Ticket? Ja, ist ja nicht mein Problem. Ich bin mir nicht sicher, ne?
ich auch Nein sagen können. Hier ist die Show, hier kann ich nicht vorbereiten. Du möchtest Tortilla Chips, Chocolate Covered Peanuts, Pretzels, und Pretzels, und das Pretzels? Nein, das sind Pretzels. Pretzels. Achso, Brezel, ja, macht Sinn, ne? Oh, ich möchte das alles hier haben. Sorge, dass ich irgendwo den Clown sehe. Guten Tag, guten Abend. Hallo, ja, klar. Hat auch sehr viel Vertrauen, dass er erst das Ticket gibt und dann das Geld nimmt. Cheesy Chips. Mein vorbereitetes Popcorn. Hä? Achso, das wird einfach nicht angezeigt. Vanille Ice Cream. Habe ich auch schon vorbereitet. Bitte schön. Könnte ich einfach auch alles in die Hand nehmen? Achso, okay. Okay. Alles wieder raus. Cool wäre, wenn das jetzt erst rumliegen würde. Achso, ist da schon wieder jemand Neues hier? Was ist hier los? Ich könnte schwören, ich habe letztens erst die Glühbirne gewechselt. Vor ein paar Tagen. Better check was. Ah, oh, ich habe es nicht gesehen. Better check was. Woher zur Hölle kommt dieses Ding? Ah, das ist doch ein Jack in the Box. Oh nee. Goes to either. Okay. Shit, man, you scared the hell out of me. Yeah. That's a cool costume. This is a cool costume, yeah. Do you want a ticket? It's a ticket. Yeah. Well, you don't say much. Anyway, it's $7 for a ticket. $7. Oh. Die hat er wohl nicht. Aber er hat eine Idee. Für einen Luftballon. Aha. Very funny. Sehr lustig. But if you want to see the movie, you need cash. Aber wenn du den Film sehen willst, dann brauchst du Kohle. Noch eine Idee. Was kommt jetzt? Ein anderes Luftballontier? Was zur What Hölle? The fuck is that? Ja, das sieht aus wie ein verdauter Taco. Take your shit and kick rocks, weirdo, before I call the cops. Nimm deinen Scheiß und verpfeif dich, bevor ich die Polizei rufe. Hat er es jetzt mitgenommen? Nee, hat er nicht. Now I need to clean up this mess. Ja. What the hell even is this? Hopefully it's just a fake Halloween prop. Oh nein, jetzt muss ich das sauber machen. Was ist denn das? Aber Gott sei Dank ist das ja nur fake Halloween Zeug. Ich weiß ja nicht.
What a freak. Ja, kann gut sein. But damn it. The weasel. There's gotta be some fucking booze or money around here somewhere. Oh, jetzt sind wir der Obdachlose. Was muss irgendwo doch Alkohol oder Geld sein? Oh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe schon wieder zu viel Kaffee. Aber ich trinke noch mal einen Schluck. Vielleicht hilft das. Wir haben gerade, was ist denn heute? Sonntag und halb zwölf vormittags. Bis vorhin war ich sehr wach. Also, Obdachloser sucht Alkohol oder Geld oder beides. Pop goes the weasel. Was ist das hier für ein Labyrinth? Wo wohnst du hier? Wie ist denn der sonst noch? Okay. Wollen wir da reingehen? Vorhin stand da ja was. Hm? Warte. Ich glaube, da hinten geht's weiter. Ist hier die Tür? Hätte ich die vorhin offen lassen können für ihn? From the inside. Vielleicht im Müll? Nein. Okay. Sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus hier. Bier, Piers. Oh, eine Katze vor der Tür. My lucky day. Ja, danke, Rocky. Jetzt habe ich einen Teil nicht gesehen. Aber das war keine gute Idee. I don't know when I'm gonna be digging through our dumpster out back again. I should go make sure the gate out back is locked. Jetzt sind wir, wie ist er, Eric? Und jetzt sollen wir nach der Tür gucken, was wir tatsächlich tun. Rocky, was ist los? Meh. Wächst du dich hin, damit ich hier weiter Gruselspiel machen kann? Oder musst du am Schoß? Okay, er weiß nicht. Ja, dann gehen wir noch mal die Tür da schließen. Das Blut. Es führt zum Park. Oh Mann, ich hoffe, dass dem Obdachlosen nichts passiert ist oder er sich selbst was getan hat. Ich gehe lieber mal gucken. Kann ich da jetzt auch? What's this old ice cream truck? Was macht dieser alte Eiswagen hier? Das sieht irgendwie cool aus. Bitte sei nicht hinter mir. Okay. Aber wenn das doch... Es ist doch von hier passiert. Warum ist denn da hinten erst Blut? Okay, da hinten ist doch Totenstille. Und dann... Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Dann ist da Blut und dann ist hier wieder ein bisschen Blut. Wieder ein bisschen Blut im Slalom. Oder... Ja, oh Mist, das ist aber viel Blut. What the hell happened? I better keep looking. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Ich sollte besser weitergucken. Was? Was ist das für Geräusch? Da ist sein Wagen mit seinem Vorsicht-Rutschig-Schild. Oh. Ich glaube, das ist nicht so gut.
Trick or Treat. Das ist wirklich ekelhaft, Mann. Was soll ich? I need to get it. Ich muss schnell reingehen. Ich möchte aber einmal gucken, was ist denn das hier? Worauf steckt sein Kopf da? Darf ich sowas überhaupt zeigen? Haha. Das ist ja alles nur Halloween-Kunstblut, ne? Das ist ja alles nicht echt so. Wie hat der das bitte so, also nur an dieser Stelle hier? Wie leuchtet das? Okay, ich hinterfrage nicht. Wir dürfen nicht vergessen, Eric hier hat Brownies gegessen. Das ist das nochmal eine Nummer stärker zu beurteilen. Okay. Wer bist denn du? Whiskers. Heißt das, wir als Ben haben vorhin ein Stück vom Obdachlosen oder von Eric bekommen? Oh nein, das ist das Ende der Demo. Och Mann. Danke fürs Spielen. Bitte wishlisten und darauf warten, dass die Vollversion kommt. Twitter folgen für Updates. Ja, das habe ich schon gemacht. Nee, da gucke ich hier nicht so viel. Und ja. Das könnte aber vielversprechend sein werden. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.